Moin liebe Trickster, dieses Video haben sich so ultra viele von euch gewünscht. Heute geht es um den Herman Pass. Den Herman Pass kann man beispielsweise hierfür verwenden. Ich würde den Zuschauer einfach mal bitten, eine Karte laut zu nennen, die er hier sieht. Sagen wir mal, er sieht die Karo Dame und sagt sie laut. Dann tue ich nichts weiter, als die Karten rumzudrehen und meinen Finger zu schnippen. Und das war's. Die Karo Dame springt nach oben. Oder auch hierfür kann man den Herman Pass verwenden. Sagen wir mal, wir nehmen von relativ weit unten die Karo 6 in dem Fall beispielsweise, ja. Ihr habt euch ungefähr die Position von der Karo 6 gemerkt, die war ja relativ weit unten mittig, ja? Falsch. Sie ist schon lange wieder oben. Wir können es auch face-up machen, ja? Ich drehe einfach mal die Karte hier, das ist jetzt hier die Herz 6. Drehen wir jetzt mit Gesicht nach oben, ich drehe sie gar nicht zurück, ich tue nichts, als das Deck umzudrehen und schon befindet sich die Karte oben. Das, liebe Freunde, war der Herman Pass. Ich zeige ihn euch vielleicht nochmal ohne Turnover, dann ist er bei mir nicht ganz so clean. Nehmen wir mal hier die Kreuzdame in dem Fall. Ja, und die Kreuzdame kontrollieren wir jetzt ganz gekonnt nach oben. Für, sagen wir mal, mindestens 70% aller Kartentricks müsst ihr in der Lage sein, eine Karte nach oben kontrollieren zu können oder auch nach unten. Ich habe ja schon einige Videos zu dem Thema gemacht. Beispielsweise da oben in der Infokarte habe ich euch 8 Techniken vorgestellt, mit denen ihr eine Karte innerhalb der Position im Deck kontrollieren könnt. Der Herman Pass ist meiner Ansicht nach dabei eine der absolut stärksten Methoden. Oh, yeah! Yeah! Yeah. Yeah. Sorry für die Hintergrundgeräusche, ich bin wieder hier bei Vanessa in Spanien. Ich stehe auf dem Dach von ihrem Haus, deshalb, dass ihr das einmal seht, hier, da ist schon das nächste Haus. Sorry für die Geräusche. Ich finde auf jeden Fall, der Herman Pass ist die unsichtbarste und beste Methode. Ich benutze ihn eigentlich in 99% der Fälle, einfach weil der Zuschauer dabei nichts verdächtigt. Alternativen wäre ja beispielsweise, zum Beispiel der Double Undercut. Ja, nehmen wir mal hier, zack, die Karo Dame. Und dann würde ich das hier tun. Einmal abheben und nochmal abheben, okay? So, kann man machen, okay. Straddle Pass ist zum Beispiel auch eine schöne Sache, sehr schöne Alternative zum Herman Pass oder auch Classic Pass, wie auch immer. Aber ich sag mal, man muss 100% sicher sein, ja. Und das bin ich noch nicht. Deshalb verwende ich den Straddle Pass relativ selten eigentlich. Und ich erkläre euch jetzt, wie ihr das Ganze nachmachen könnt. Schnappt euch eure Karten auf meiner Schwierigkeitsskala. Warum seht ihr mich eigentlich? Auf meiner Schwierigkeitsskala gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall definitiv eine 8 von 10. Ihr müsst wirklich, wirklich viel üben. Ich übe diesen Herman Pass jetzt seit wie vielen Jahren? 3, 4, 5 Jahren? Irgendwie so. Und ich habe mich anfangs so schwer getan und so viel hin und her überlegt, bis es letztens einfach ganz von selbst, plötzlich konnte ich es. Und mein Geheimnis, wie ich es geschafft habe, dass ich ihn plötzlich konnte, das verrate ich euch in diesem Video. Erstmal vorweg, ja, ich habe schon ein Tutorial dazu gemacht, aber mit dem bin ich absolut unzufrieden. Viele von euch haben mich dazu gebeten, das Ganze abzudaten, weil ich es jetzt halt wirklich besser kann. Erstens das. Zweitens, um ein paar Unsicherheiten zu vermeiden, der Herman Pass ist nicht dasselbe wie der Classic Pass, okay? Der Herman Pass sieht folgendermaßen aus. Beim Herman Pass halten wir die obere Hälfte oberhalb eines Breaks, ich erkläre gleich alles ganz genau, und bringe die untere Hälfte nach oben. Beim Classic Pass machen wir es genau andersrum. Beim Classic Pass halten wir die untere Hälfte und bringen die obere darunter sozusagen, ja? Nicht vertauschen und jetzt kommen wir zum Herman Pass Tutorial. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Karten in der Hand und wir können zusammen loslegen. Ich erkläre euch jetzt erstmal die Grundtechnik und sage euch dann, wie ihr richtig, richtig clean wird, okay? Die Grundtechnik ist erstmal folgende. Sagen wir mal, der Zuschauer zieht aus der Mitte eine Karte, in dem Fall hier die Karo 4. Ich lasse sie jetzt mal mit Gesicht nach oben, dass ihr genau verfolgen könnt, was passiert. Wir brauchen jetzt oberhalb dieser Karte einen Pinky Break. Pinky ist der kleine Finger Break, also ein Bruch bedeutet, dass wir eine Lücke darüber lassen. Das Ganze tun wir folgendermaßen. Wenn wir das aus dem Spread heraus machen, ja, also wir spreaden die Karten auf, drehen die Zuschauerkarte um und schieben das Ganze wieder zusammen. Dann legen wir den kleinen Finger hier drauf und schieben den Rest der Karten auf den kleinen Finger, okay? Das heißt, mein kleiner Finger ist jetzt oberhalb der Zuschauerkarte und wir machen das Ganze nicht so klein und versteckt wie möglich, sondern wir bringen den kleinen Finger wirklich schon bis zum ersten Knöchel hier in das Kartenspiel hinein, okay? Ist jetzt natürlich total sichtbar, die rechte Hand covert aber vom Zuschauer, was hier passiert, ja? Das hier würde der Zuschauer von vorne nämlich auf jeden Fall erahnen können. Die rechte Hand versteckt das aber. Jetzt passiert Folgendes. Wir bringen den kleinen Finger wirklich schön hier bis zum ersten Knöchel. Also im Prinzip liegt das untere Deck so im Finger drin. Jetzt halte ich mit meiner rechten Hand mit dem Daumen die kurze Kante, die zu mir zeigt. Und zwar nicht in der Mitte, sondern etwas nach links versetzt. Und mein Mittel- und Ringfinger auf der gegenüberliegenden Seite auch etwas nach links versetzt. Diesen Grip nennt man grundsätzlich den Biddle Grip. Ja? Also das Deck so von oben zu halten. Der Daumen kommt etwas weiter links als die Mitte. Mittel- und Ringfinger genauso etwas weiter nach links. Das tun wir nämlich, damit unsere Handfläche gleich das Geschehen versteckt. Ja? Wenn wir in der Mitte bleiben würden, würde der Zuschauer nämlich die Bewegung sehen, die wir gleich machen. Aber so verdecken wir das Geschehen. Jetzt passiert Folgendes. Versucht bitte, die obere Hälfte so ruhig zu halten wie möglich. Nur die untere Hälfte macht gleich Action. Die obere bleibt, wo sie ist. Wir halten die obere Hälfte an Ort und Stelle und jetzt passiert Folgendes. Mit dem kleinen Finger ziehen wir jetzt nämlich gleich
so die untere Hälfte zur Seite, okay? Das müsst ihr üben. Ihr haltet das Ganze so schön im Mechanics Grip, okay? Also links am Daumenballen, vorne ist der Zeigefinger, rechts Mittel- und Ringfinger und der kleine Finger ist hier im Break drin. Wir halten die obere Hälfte schön gerade und die untere Hälfte ziehen wir jetzt hier mit dem kleinen Finger und nur mit dem kleinen Finger so zur Seite weg, okay? Und dabei bleibt die obere Hälfte genauso, wie sie ist. Es ist gerade vom Kamerawinkel her schwierig für mich, das so zu performen, weil ich total überstrecken muss, das Handgelenk. Natürlich wäre für mich so und dann seht ihr überhaupt nicht, was hier unten passiert. Ja, ihr seht ganz bisschen, dass hier eine Hälfte verschwindet, aber wenn ich es bündig mache, ihr seht überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Und ich mache gerade die ganze Zeit das hier. Ich habe das gerade dreimal gemacht. Nochmal, guck mal, das hier ist eins, zwei, drei. Habt ihr fast gar nicht gesehen, nur habt ihr gesehen, dass meine Handmuskulatur was gemacht hat. Dazu sage ich gleich was. Wir ziehen das Ganze jetzt hier so zur Seite, okay? Und was wir dann tun, ist theoretisch vom Ablauf her, legen die untere Hälfte hier rüber und haben so die Karte des Zuschauers nach oben kontrolliert. Das ging vielleicht ein bisschen schnell, ich mach's nochmal mit euch zusammen, okay? Mein kleiner Finger ist hier im Break drin. Ich halte die obere Hälfte fest und jetzt ziehe ich einfach vorsichtig die untere Hälfte hier mit meinem kleinen Finger runter. Ja, das heißt, mein kleiner Finger zieht das Ganze hier zur Seite und mein Daumen lässt es los und dadurch kippt das Deck hoch. Genau so. Zack. Schön an der oberen Hälfte vorbei. Die obere Hälfte bleibt nach wie vor, wo sie ist und wir legen jetzt einfach die untere Hälfte oben drauf. Das wäre theoretisch der Ablauf vom Herman Pass. Mit diesem Ablauf bin ich aber nicht zufrieden. Ich habe euch gerade die ganze Zeit schon angeteasert, dass ich gleich etwas dazu sage, denn erstens sieht der Zuschauer, wie sich die Handmuskulatur bewegt. Zweitens sieht der Zuschauer, wie das andere Packet oben drauf gelegt wird. Ja? Das sind alles Gefahrpunkte, bei denen der Zuschauer erkennen könnte, was ihr gerade getan habt. Und um das zu vermeiden, mache ich gerne Folgendes. Ich nutze gerne den Turnover. Ja? Ich drehe das Deck gerne um. Das ist also sozusagen der Turnover Pass. Aber ist trotzdem der Herman Pass, weil ich den Herman Pass beim Turnover Pass durchführe. Also bitte nicht weinen, danke. Nochmal, die Karo 4, die Karte des Zuschauers, ist umgedreht face up in der Mitte des Kartenspiels. Wir greifen ganz normal im Middle Grip, etwas nach links versetzt. Und jetzt tue ich Folgendes. Ich ziehe die untere Hälfte bis hierhin und bis hierhin sieht der Zuschauer auch nicht, was passiert. Ja? Könnt ihr ganz genau sehen, aus eurem Winkel, aus eurer Perspektive sieht der Zuschauer überhaupt nicht, was hier unten passiert. Ja? Nochmal. Ihr seht nicht, was hier gerade passiert ist. Und jetzt tue ich Folgendes. Weil der Zuschauer das hier sehen würde, wie ich das hier rüberschiebe, ja, der Zuschauer sieht, dass es rübergeschoben kommt, außer ihr habt einen Baba Pass drauf, so wie beispielsweise Xavier Spade oder Alexandria ist ja auch der King of Pass. Aber wenn ihr ganz normal einen Herman Pass machen wollt, tut doch einfach das hier. Ihr haltet die obere Hälfte an Ort und Stelle, wo sie ist, ja. Nicht so was hier. Die obere Hälfte bleibt genau, wo sie ist. Nur die untere Hälfte macht den Job. Und an diesem Punkt angekommen, drehe ich einfach die obere Hälfte auf die untere drauf. Der absolute Hammer. Und diese Drehung ist im Prinzip mein Schlüssel. Folgendes. Wenn wir hier jetzt die Karte des Zuschauers umdrehen, in dem Fall hier Karo 7, ich drehe sie wieder zurück, ich schiebe das Ganze zusammen und ich jetzt die untere Hälfte zur Seite ziehe, dann sieht der Zuschauer natürlich, wie sich meine Handmuskulatur bewegt und er sieht, irgendwas passiert. Eigentlich sollte jetzt ja nichts passieren. Der Zuschauer glaubt ja, wir hätten einfach nur eine Karte ausgewählt, zum Beispiel hier Kreuz 3, hätten das Ganze zusammengeschoben. Das ist für den Zuschauer passiert und so soll es auch bleiben. Wie vermeiden wir also, dass der Zuschauer denkt, wir hätten irgendwas gemacht? Ganz einfach. Indem wir etwas machen. Und zwar drehe ich hier die Karte jetzt um, die Pik 2. Ich lasse jetzt mal face up. Ich schiebe das Ganze zusammen, behalte den Break. Ich schiebe die untere Hälfte zur Seite und jetzt drehe ich die obere Hälfte hier einfach drauf. Und die Drehung rechtfertigt, dass meine Hände eine Bewegung machen. Die Drehung rechtfertigt, dass etwas passiert in meinen Händen. Und jetzt ist die Zuschauerkarte oben gelandet, okay? Vielleicht face up jetzt. Der Zuschauer soll eine Karte nennen, die er sieht. Sagen wir mal, er sagt die Kreuz 6 in dem Fall. Ich schiebe das Ganze nur zusammen. Dabei habe ich natürlich schon meinen kleinen Finger unter die Kreuz 6 gebracht, Entschuldigung. Ich schiebe die untere Hälfte zur Seite und ich drehe die obere Hälfte rauf. Und bei der Drehung müsst ihr natürlich aufpassen. Ich demonstriere es gleich einmal kurz. Drehe die untere Hälfte jetzt mal zur Seite. Ich bin jetzt in diesem Griff und ihr müsst aufpassen, dass der Zuschauer hier nicht die untere zur Seite gekickte Hälfte sieht. Ja, die Drehung muss relativ zügig passieren, weil der Zuschauer erstens sieht, dass es nur ein halbes Deck ist. Oder wenn der Zuschauer jetzt beispielsweise ganz früh eine Karte nennt, beispielsweise hier die Pik 4, dann sieht er natürlich hier, dass das nur ein ganz kleiner Teil an Karten ist. Ja? Wie vermeidet ihr das? Ihr macht das einfach folgendermaßen. Wir nehmen jetzt hier mal das Kreuz Ass. Ja, ich habe hier meinen kleinen Finger drunter. Ich kippe das Ganze hier zur Seite. Der Zuschauer sieht es nicht. Und jetzt drehe ich das Ganze einfach um. Zack. Der Zuschauer erahnt nicht, dass da irgendwas passiert sein könnte. Glaubt mir, ich verwende diesen Pass immer. Ich habe ihn vor Hunderten von Leuten vorgeführt und noch niemand hat mich drauf angesprochen. Wirklich. Einmal hat mich Vanessa erwischt. Die habe ich dir nämlich oft genug schon gezeigt. Sie liebt das nämlich, dieses sag mal eine Karte, buff, und dann mache ich einen Top-Shot, zack, und die Karte ist oben. Das Problem ist, einmal habe ich es ihr vorgeführt und ich
habe nicht gut auf die Winkel aufgepasst. Zu den Winkeln sage ich gleich nochmal was. Aber auf jeden Fall hat sie es dabei ein bisschen zu sehr von vorne gesehen und dabei gesehen. Also ihr Kommentar war, du hast doch nur eine Hälfte umgedreht. Aber ansonsten alles bombensicher. Hunderte von Leuten, keiner hat sich irgendwie gemeldet. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Ihr seht jetzt einfach mal, was der Zuschauer sieht. Ich klipp's noch ein bisschen runter. Ihr seht schon, der Zuschauer muss von oben drauf gucken, ja? Also schreitet schön nah ran an den Zuschauer. Macht es nicht so, dass ihr weit weg steht, denn sonst muss der Zuschauer nicht nur von oben, sondern er guckt auch ein bisschen von vorne. Und das ist ein Problem, denn von leicht vorne sieht der Zuschauer das hier, ja? Ihr habt ein bisschen was gesehen, oder? Ein bisschen kann der Zuschauer von vorne erahnen. Klar, die Hand covert natürlich fleißig, aber trotzdem erahnt er hier vor allem in dem Bereich so ein bisschen was erahnt der Zuschauer. Und das wollt ihr nicht. Deshalb geht wirklich relativ nah ran an den Zuschauer, ohne jetzt natürlich creepy zu sein und so 2 cm Abstand von ihm zu halten. Aber geht relativ nah an ihn ran und dann dürfte der Pass auf keinen Fall auffallen. Hier Kreuzkönig in dem Fall beispielsweise. Und da ist er. Beziehungsweise ich kontrolliere sie jetzt mal nach oben. Nehmen wir jetzt mal hier. Kreuzdame in dem Fall. Ich schiebe das Ganze nur zusammen und drehe es um. Ich habe nichts gemacht. Und natürlich ist die Kreuzdame schon lange wieder oben. Ja, plötzlich wird der Pass unsichtbar. Also so viel zum Winkel. Der Zuschauer muss von oben auf die Karte schauen. Ja, auf keinen Fall von vorne. Manchmal hat man natürlich das Szenario, man hat nicht nur einen Zuschauer, man hat plötzlich 5 Leute um sich herum stehen, ja? Die Leute, die von links gucken, na, ist noch in Ordnung, sag ich mal, ja? Aber die Leute, die von rechts gucken, absolut Killer. Vor allem, wenn sie so ein bisschen von der Seite drauf gucken, die sehen absolut, was ihr tut, ja? Also achtet bei einem Surround-Publikum gut drauf, was ihr tut. Ja, es war gerade ein Pass. Wenn Leute rechts von euch stehen, achtet natürlich drauf, dass ihr mit der Hand runterwandert mit der oberen, ja? Was von vorne natürlich wiederum Killer wäre, obwohl es geht eigentlich. Na, man findet irgendwie so seinen passenden Winkel für alles. Also noch ein letztes Mal als Vorführung. Der Zuschauer nennt beispielsweise hier den Karo-König. Mein kleiner Finger kommt darunter. Ich schiebe die Karten nur zusammen und drehe sie um. Mehr mache ich nicht. Und schon ist der Karo-König oben. Und dann können wir natürlich wunderbar beispielsweise einen Top-Shot machen von Leonard Green. Schnipp und zack. Ja, wenn man die dann noch fängt. Ein ganz wichtiges Anwendungsbeispiel für den Herman Pass ist Any Card at Any Number. Der Zuschauer darf irgendeine Karte aus dem Kartenspiel nennen und seine Karte ist genau an der Zahl, die er dann nennt. Ja? Beispielsweise sagt der Zuschauer Pik Ass 7 und an 7. Stelle ist das Pik Ass. Ich habe euch da oben in der Infokarte erklärt, wie ihr diesen Trick machen könnt, beziehungsweise eine ganz bestimmte Variante davon, in der ihr den Herman Pass sehr gut gebrauchen könnt, denn die Zuschauerkarte liegt ja nicht immer zufällig oben oder unten. In 50 von 52 Fällen befindet sich die Zuschauerkarte mitten im Kartenspiel. Was tun wir? Wenn der Zuschauer jetzt beispielsweise Herz 7 sagt, da gucke ich währenddessen schon in die Karten rein und sage, okay, ajo, ich überprüfe, ob deine Karte überhaupt im Kartenspiel drin ist. Dabei spotte ich hier schon die Herz 7 und sage, alles klar, sie ist da. Und dann legen wir los. Und schon habe ich die Herz 7 an oberste Stelle kontrolliert und kann natürlich mit dem Second Deal loslegen. Ist ohne Tisch richtig kacke, aber ihr seht schon, es ist nicht die Herz 7, denn die Herz 7 liegt immer noch hier oben. Ja? Oder eben wie in der Variante aus der Infokarte, die da vorhin eingeblendet war, sagen wir mal Pik Ass, weil es meine Lieblingskarte ist. Ich spotte nur, ob sie da ist und ja, das Pik Ass ist auf jeden Fall da. Ich drehe die Karten nur um und jetzt ist es schon unten und ich kann beispielsweise mit dem Glide weitermachen. Sagen wir mal, der Zuschauer sagt 2, dann wäre das hier 1 und das hier wäre 2 und da ist das Pik Ass. Ihr merkt schon, mit dem Herman Pass kann man wunderbar rumspielen und so viele tolle Tricks damit machen, glaubt mir. Wenn ihr einen sauberen, richtig perfekt clean Pass könnt, dann seid ihr wirklich Götter, Alter. Euch stehen damit auf jeden Fall sehr viel mehr Türen offen, als wenn ihr die ganze Zeit immer und immer wieder ein Double Undercut macht. Ambitious Card Routine. Deine Karte springt immer nach oben. Wir stecken sie ins Kartenspiel rein, okay? Und sie ist nach oben gesprungen. Da kommt es doch viel besser zu sagen, guck mal, deine Karte springt immer nach oben, egal wo ins Deck wir sie reinschieben. Sagen wir mal, hier ziemlich genau mittig, okay, zack. Aber trotzdem findet deine Karte aus der Mitte heraus immer ihren Weg nach oben. Kommt doch viel besser, oder? Und Schatz, willst du auch noch den Leuten irgendwas sagen? Ich bin gerade bei der Abmoderation. Mein Kanal ist viel besser als seiner. Das stimmt, abonniert ihn. Infokarte da unten. Hey Schatz, darf ich dir mal was vorführen? Ja, Freunde, achtet auf den Abstand, okay? Natürlich kann ich bei meiner Freundin wunderbar, ohne dass es weird ist, so nah an ihr dran stehen. Ist nicht immer der Fall, ja? Bei manchen Leuten ist es unangenehm, da müsst ihr halt einfach die Hände so ein bisschen nach vorne neigen, ja? Das ist auch nicht das Problem. Achtet nur darauf, dass der Zuschauer fast frontal von oben drauf guckt, ja? Also nicht so, sondern so, ja? Okay, Schatz, nenn mir mal irgendeine Karte, die du hier siehst. Pik 6. Pik 6, die hier? Mhm. Ja? Okay, guck mal, ich mach nichts weiter, als die nur umzudrehen, oder? Schau mal, guck mal. Sag mir mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 5. 5. Hand. Das hier ist 1, 2, 3, 4, 5. Oh! No! Alter, ohne Witz, Freunde. Mein Second Deal, ich bin so unselbstbewusst damit. Ich meine, so schlecht sieht er gar nicht aus von dir. Warte mal, halt mal so eine Hand hin. Sagen wir mal hier. Herz 10 ist oben, okay.
Ja, ist okay, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich muss ja auf jeden Fall noch ganz, ganz fleißig üben, bevor jetzt wieder die ganzen Zylinderträger heulen. Warum zeigst du Sachen, die du nicht perfekt kannst? Ich habe ja extra gezeigt, dass ich es nicht perfekt kann, um den Leuten zu zeigen. Freunde, lasst uns zusammen üben. Lasst uns perfekt werden in Second Deals, in Passes, in allem. Bottom Deal zum Beispiel. Alter Schwede, Bottom Deal kann ich gar nicht. Guck mal zum Beispiel, Schatz, sag mal an der Herz 9 Stopp, okay? Stopp. Bist du 100% sicher, die wir zu haben? Ja. Nein, okay, meine Butter Deals sind wirklich traurig. da habe ich auch noch gar nicht geübt eigentlich. Egal. Danke, dass du euch dieses Video angeschaut hast, Vanessa. Einmal einen Daumen nach oben. Genau. Dann einmal hier unten abonnieren. Genau. Und dann einmal Daumen die Infokarte sagen, dass das Video gut war. Genau, und sagen, dass das Video gut war. Und einen Kommentar in den Kommentaren schreiben. Genau, warum sollen die den kommentieren? Was sollen die da reinschreiben? Dass das Video gut war und dass ihr den Trick auch könnt und dass ihr den Trick jetzt auch könnt. Jetzt übt auch ihr den Herman Pass jetzt und fleißig? Jetzt übt. Werdet ihr ihn in euer Repertoire mit einbauen oder bleibt ihr beim Double Undercut? Tschüss, liebe Freunde. Dankeschön. Tschüss. Und meine Abmoderation ist wirklich schlecht. Tut mir leid. Ich bin noch am Üben.